Islam. Islam ist der Name für unsere Religion. Aber warum ist das der Name? Warum heißt diese Religion Islam? Warum nicht Mohammedanertum? Warum ausgerechnet Islam? Islam ist ein arabisches Wort und es bedeutet auf Deutsch so viel wie Hingabe oder auch Unterwerfung. Jetzt, wenn man den Ausdruck Unterwerfung hört, dann läuft einem vielleicht so eine Gänsehaut über den Rücken. Unterwerfung? Wer möchte sich denn gerne unterwerfen? Ich würde aber behaupten, dass sich nahezu jeder Mensch permanent in einem Zustand der Unterwerfung befindet. Was heißt denn Unterwerfung überhaupt? Unterwerfung bedeutet ganz allgemein, dass ich etwas tue, nicht weil ich es möchte, sondern einzig und allein deswegen, weil jemand anderes es von mir möchte. Wenn ich zum Beispiel abends um 22 Uhr im Bett liege und ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, und dann stößt mich meine Frau von der Seite an und sagt, du kannst mir mal ein Stück Schokolade holen. Dann habe ich vielleicht überhaupt keine Lust dazu. Ich mache es aber trotzdem. Nicht, weil ich es möchte, sondern einfach nur, weil sie es möchte. Das ist streng genommen, auch wenn man es nicht so sagen würde, Unterwerfung. Liebe ist ein starkes Motiv der Unterwerfung. Die Aussicht auf eine Belohnung kann ebenso ein Grund für die Unterwerfung sein. Wir denken an die Leute, die zum Beispiel montags morgens um 6 Uhr absolut keine Lust haben, aus dem Bett aufzustehen. Sie machen es aber trotzdem. Warum machen sie das? Weil sie die Aussicht haben, am Ende des Monats dafür von ihrem Chef belohnt zu werden. Das ist ein Motiv für die Unterwerfung. Warum halten sich die Menschen an die Geschwindigkeitsgesetze? Meistens auf jeden Fall. Man ist nicht so grob in den Verstößen. Warum macht man das? Man hat Angst davor, bestraft zu werden. Die Angst vor einer Bestrafung kann ebenso ein Motiv für die Unterwerfung sein. Dass ich etwas tue, nicht weil ich es möchte, sondern einzig und allein deswegen, weil jemand anderes es möchte. Oder wenn ich zu einem Arzt gehe und der sagt mir, tut mir leid, Herr Krass, wir müssen Sie leider von oben bis unten aufschneiden. Das ist notwendig, um Ihr Leben zu retten. Dann möchte ich das vielleicht nicht unbedingt tun. Ich vertraue aber seiner Weisheit. Er wird schon wissen, was er tut. Wenn er das sagt, dann, ja, dann hat er schon seinen Grund. Der Weisheit eines anderen zu vertrauen, kann auch ein Grund für die Unterwerfung sein. Und wenn man das Ganze einmal so betrachtet, dann stellt man fest, die Menschen sind so oder so in einem Zustand der Unterwerfung. Islam bedeutet jetzt, die Hingabe nicht an irgendeinen anderen Menschen, die Unterwerfung nicht unter den Willen eines anderen Menschen, sondern einzig und allein die Hingabe an den einen einzigen Schöpfer. Und das ist keine neue Religion. Ich würde sogar behaupten, es ist die älteste Religion überhaupt. Nehmen wir einmal Abraham. Was war seine Religion? Abraham war ja weder Jude noch Christ. Die ganzen Begriffe gab es ja damals noch gar nicht. Aber was war seine Religion vom Kern her? Wir wissen, dass Abraham sein Volk vor den Götzen gewarnt hat. Er hat den Glauben an den einen einzigen Gott gepredigt. Und als dieser Gott von ihm verlangt hat, seinen Sohn zu opfern, war er dazu bereit. Nicht, weil er das wollte, sondern einzig und allein, weil der Gott das von ihm wollte. Er hat sich unterworfen, er hat sich hingegeben. Die Religion von Abraham war der Islam. Der Prophet Moses, was war seine Religion? Er war kein Jude. Der Begriff Jude kam tatsächlich erst sehr viel später auf. Seine Religion war es doch, er hat seinem Volk die Gebote gebracht. Und das erste Gebot von deren war was? Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist ein einziger. Du sollst nur einen einzigen Gott verehren. Einen einzigen Gott verehren und seine Gebote zu befolgen. Das war die Religion von Moses und genau das ist Islam. Der Prophet Jesus, was war seine Religion? Als er gefragt wurde, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen, antwortete er, kennst du die Gebote? Er hat den Menschen gesagt, sie sollen die Gebote einhalten. Aber die Gebote von wem? Und was war das höchste der Gebote? Auch darauf hat er geantwortet, höre Israel, der Herr, euer Gott, ist ein einziger. Und das ist Islam. Dann kam der Prophet Mohammed. Und seine Religion war der Islam. Sie hieß auch Islam. Vielleicht war es die erste Religion, die diesen Namen getragen hat. Aber vom Kern her ist das die älteste Religion überhaupt. Die Föderale Islamische Union setzt sich ein für die Rechte der Muslime in diesem Land. Und du kannst uns dabei unterstützen. Werde jetzt Mitglied unter www.islamische-union.de. Es dauert keine 2 Minuten und deine Kinder kannst du kostenlos mit anmelden. Gemeinsam für das Recht der Muslime in diesem Land. Werde jetzt Mitglied. www.islamische-union.de